Hallo und herzlich willkommen zum Opening Türchen Nummer 14. Wie immer habe ich die Türchen schon rausgeholt. Hier einmal Hecht und Barsch und hier ein großes, so groß wie ein Schneidebrett, Nummer 14 von der Firma Zeck. Wie immer der QR-Code und der sagenumwobene Askari-Kalender. Gestern war ein Schwimmer drin, ein Chatterbait und der Rogue Glider. War schon mal wieder ein super Türchen. Gut, hier der Schwimmer sei dahingestellt. Wir schauen mal rein, was verbirgt sich hinter Askari. Ich sehe schon wieder eine Schnur und das ist wahrscheinlich irgendwas zum Meeresangeln. Ich hole es mal raus. Irgendwann, wahrscheinlich zum Ende dahin, kenne ich auch die Verpackung. Ich kann euch gar nicht sagen, was das ist. Irgendwie eine Sehne mit ziemlich dick und hier ist ein Haken noch, hat verschwindet hier. Naja, auf jeden Fall ein Vorfach. Ich denke mal, das ist zum Meeresangeln. Das ist leider absolut nichts für mich, weil Meeresangeln, ich bin eher hier am See, am Teich und Flüssen und Bächen unterwegs. Okay, wer es mag. Hecht und Barsch, Türchen Nummer 14. Kleines, kompaktes. Ja, schauen wir mal rein. Es ist wieder eine Sonderedition. Eine Tube. Purple Ice. 8 cm, 3 Stück. Ist Shrimp geflavored. Finesse Filet Tube. Ich habe diesen Köder selber noch nie gefischt. Also jetzt von LMRB. Aber er sieht sehr vielversprechend aus. Eine Sonderfarbe, wie gesagt. Sonderfarben muss man ja immer mögen. Wir versuchen mal rein rauszuholen. Aber eine Tube, absolut, ey, das ist ja hier, also wirklich total weich, als wenn das so ein, ja, es ist ein Hohlkörper. Man kann hier reingucken, die Fransen. Und dann auf einem Stand-Up-Jig wird er so am Boden stehen und seine Bewegung machen. Ja, schöne Farbe, Liland mit unwahrscheinlich viel Glitter drin. Oh ja, ordentlich geflavor, aber nach Erdnuss irgendwie so. Naja, super Köder. Schöne Farbe, wie gesagt. Richtig rum rein, aber ordentlich ölig. Okay. Finesse Filet Purple Ice Tube, 8 cm, 3 Stück. Hier das Schneidebrett von der Firma Zeck. Wir schauen rein. Und was sehen wir? Den Baby Butcher in 14 cm, 20 Gramm Snowflake, nicht UV-aktiv. Und 2 Stück sind drin. Ja, Snowflake. Ich habe den anderen Baby Butcher euch schon vorgestellt mit dem Twisterschwanz hinten drin und den Schaufelschwanz. Absoluter Hechtschlappen in 14 cm. Ich denke mal, 6-0er. Ich würde hier schon wieder ein Hakensystem vorne reinschrauben ins Maul und ab dafür. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht euch euren Urteil oder bildet euch wieder ein Urteil. Einmal in der Meeresmontage und zweimal Hechtschlappen bzw. Großbarsch. Ja, wieder ein schönes Türchen. Ich wünsche euch noch einen schönen 14. Dezember. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Türchen öffnen, Nummer 15. Ciao, ciao.